Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Montag, hier dem Wochenauftakt am 20. Juni. Die Woche der Entscheidung für das Pfund steht an und wir werden heute auf das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen eingehen und natürlich auch aber hier den ein oder anderen Blick auswerfen, der sich insbesondere hier am 23.06., 22.06., 24.06. hier enorm auswirken dürfte. Es geht hier um das britische Pfund, was dann letztlich in Sachen Brexit eine finale Entscheidung herbeiführen dürfte. Und die Frage wird letztlich sein, kommt es dazu oder nicht? Beim Brexit-Lager gibt es ja natürlich immer wieder Umfragequoten, die einerseits für den Brexit sprachen. Jetzt kippt das ganze Bild wieder in Richtung, es bleibt doch so, wie es ist und dann wieder eine Umkehr. Letztlich sind die Umfragen, ich will nicht sagen Schall und Rauch, aber sicherlich eine ganz klare Indikation. Auch die Buchmacherquoten, an denen man sich jetzt zwar orientieren kann, aber nicht orientieren muss am Tag selbst, wird dann hier letztlich die Entscheidung fallen. Letztlich sehen wir hier aber aktuell einen Spannungsmove. Brexit sozusagen heute mal gespielt, nicht der Fall. Es bleibt alles beim Alten, also sozusagen keine Eruption an den Märkten. Und das britische Pfund ist ja einerseits eben hier voll mit dabei und der Yen als Fluchtwährung sozusagen hier heute nicht gefragt. Deswegen sehen wir hier ein Upgap zum Wochenstart. Dazu gehen wir am besten mal in den Stundenchart. Hier praktisch der Close vom Freitag und hier letztlich die Eröffnung mit einem schönen Upgap. Das ist sehr, sehr interessant. In der Regel werden solche Gaps in der laufenden Woche geschlossen. Man kann ja sagen, das geschieht in über 90% der Fälle. Aber wir haben jetzt eine außergewöhnliche Woche. Wir haben die Brexit-Woche und insbesondere eben im Rahmen der Entscheidung kann hier alles passieren. Und das wird eben sehr, sehr gespannt zu beobachten sein. Wir haben hier am Donnerstag, wie gesagt, den Brexit-Event am 23. Hier sehen wir es auch vom Hinweis her 8 bis 23 Uhr. Das heißt, es wird untertags hier wahrscheinlich immer wieder Tendenzen geben im Sinne der Befragungen der Teilnehmer, die hier aus den Wahllokalen kommen, praktisch vor Ort umfragen, was haben sie angekreuzt, was haben sie gewählt sozusagen. Und da wird es sicherlich dann hier untertags immer wilde Schwankungen geben, ähnlich so, wie es jetzt bei den Umfragen ist. Aber zurück zur Realität, britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen generell eben hier einerseits wie aufgrund der gewissen Entspannung, die wir heute sehen, andererseits aber aufgrund dessen, dass der Yen natürlich hier als Fluchtwährung jetzt nicht gesucht ist, hier eine massive Aufwertung und technisch gesehen haben wir hier so eine kleine Seitwärtsrange. British Pfund Yen mit über 200 Pips heute gestartet. Wie gesagt, das Gap wird in vielen Fällen geschlossen, aber da muss man wirklich abwarten, wie die Woche jetzt hier noch letztlich ausgeht zum Wochenende hin, um dann eben wirklich abzuleiten, naja, hier wird jetzt eine Entscheidung fallen. Technisch haben wir hier aber eine schöne Unterstützung, falls es zu einem Gap Close kommen sollte. Das kann während der nächsten Tage wirklich hier sehr, sehr dynamisch hin und her gehen. Grundsätzlich gilt hier mit Blick auf den Stundenchart, diese kleine Range, die wir jetzt haben, kann man hier sozusagen in so ein kleines Rechteck packen. Und ein Verlassen dieser Range könnte jetzt hier sozusagen Folgepotenzial auslösen. Wir sehen hier bei 152,96, 152,97, also über 153 Yen wäre der Weg frei für weiter steigende Preise. Und dann kann man hier durchaus ableiten, dass es dann auch Richtung 155 und mehr gehen könnte. Wir hatten auch in den letzten Tagen, also in der vergangenen Handelswoche, enorme Bewegungen. Es gab Tage, da wurden hier 300, 400 Pips zugelegt. Also das heißt, das Währungspaar ist sehr, sehr volatil. Im Schnitt aktuell 14-Tages-Range 230 Pips am Tag. Das ist eine starke Hausnummer. Heute, wie gesagt, schon 178 absolviert. Plus die 200 von der Nacht. Das heißt, wir sind hier schon wieder nah an 400 ran. Und das ist natürlich eine Situation, die man hier erstmal verdauen muss. Letztlich Range beachten. Oben, wie gesagt, 153 kann es direkt weitergehen. Gehen wir hier unter 152,20 oder 152,25, dann kann es hier Preisrückschläge bis zum Asia Low geben. 150,90 rund, Schrägstrich dann sogar zu einem Gap Close kommen. Das große Bild beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen weckt ein wenig Hoffnung, will ich sagen. Denn gerade vor dem Hintergrund, wir haben hier diese Supportlinien schon seit langer Zeit drin. Das ist jetzt hier ein Resistant Level, also ein Widerstandsniveau, deswegen machen wir es rot. Aber hier dieses Level um 148 rund war eine Zone, die hier schon 2013 von Relevanz war, von höchster Relevanz. Und dieses Level wurde hier in der vorangegangenen Woche touchiert. Es gab hier eben eine starke Umkehrbewegung und jetzt hier die leichte Erholungsbewegung. Mit Blick auf das große Bild bleibt zu sagen, wenn wir hier
zwischen 157 und 148 bleiben, kann viel passieren, aber ein entsprechender Ausbruch nach oben verspricht hier Folgepotenzial in Richtung 164. Machen wir hingegen einen Rücksetzer unter 148 nochmals, dann ist natürlich klar, und das dürfte auch natürlich hier eine insbesondere eine Beeinflussung beim Brexit herbeiführen können. Gehen wir hier runter, dann muss man davon ausgehen, dass hier deutliche Abschläge noch zu sehen sind und die reichen dann hier im Bereich 135, 130, 120 Yen. Sehen Sie hier die Tiefs aus 2009. Das ist auf jeden Fall ein Level, wo man definitiv sagen muss, hier hat es wirklich eine große Relevanz und einen starken Boden. Und rein technisch gesehen wäre, wenn es denn hier dann tatsächlich zu einem Brexit kommen sollte, eine solche Bewegung durchaus denkbar. Also wir sprechen hier dann über massive Verwerfungen, die dann aber durchaus kommen könnten. Darauf muss man sich vorbereiten. Viele Broker passen hier entsprechend schon die Margin-Levels an. Das ist auch nur vernünftig. Einige andere dehnen sogar im Vorfeld schon die Spreads enorm aus. Da ist fraglich, ob das eben so sinnhaft ist, wenn man denn die Preise real vom Interbanken-Realmarkt routet. Aber wie gesagt, da gibt es eben hier die Market Maker-Konsorten, die dann hier an den Preisen und Spreads entsprechend rumschrauben können. Und das findet eben hier dann teilweise im Vorfeld schon enorm statt. Reine Absicherungsgedanken, aber natürlich auch hier nicht wirklich im Interesse des Kunden. Deswegen schauen Sie hier, dass Sie zum Beispiel bei JFD Brokers vorbeischauen. Da haben Sie es nämlich mit realen Interbanken-Spreads zu tun und nicht mit irgendwelchen Muscheleien. Technisch gesehen, wie gesagt, die Lage ein Stück weit wie ein Münzwurf. Wir wissen nicht, wie die Umfrage ausgeht. Tatsache ist aber, sollte es zum Brexit kommen, ist mit massiven Verwerfungen zu rechnen. In ersten Reaktionen müsste es dann hier auch sehr, sehr starke Abwertungsprozesse beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen geben. Heute ein kleiner Vorgeschmack für den Fall, dass es nicht zum Brexit kommt. Dann dürfte eine Erholungsrallye hier auf jeden Fall Richtung 164 und gegebenenfalls auch höher führen. Bleibt also spannend. Wir werden die Woche auf jeden Fall das Pfund nochmal engmaschig im Auge behalten. Hier nochmal das Level um 148 im Tageschart. Hier die heutige Tageskerze eingezeichnet. Hier der 23.3. Jetzt muss ich den Pfeil direkt nochmal schieben. Hat sich ein Stück weit verschoben. So, das ist the day off. Und da haben wir noch ein Stück weit hin. Kurzfristig hier eine Widerstandszone im Tageschart voraus. Hier das Level um 154, wenn es denn dahin käme. Ansonsten bleibt es dabei, es ist ein Stück weit ein Münzwurf. Wollen wir mal sehen, was die Märkte heute noch machen. Jetzt ist aktuell ein bisschen Ruhe eingekehrt nach den dynamischen Bewegungen vom Morgen in der Asia-Session. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück beim Handel dieser Woche. Lassen Sie es ein bisschen ruhig angehen. Wir dürfen oder müssen auch immer mit hektischen Bewegungen rechnen, wenn sich in der kommenden Woche der Staub gelegt hat. Ich denke, da gibt es auch noch genug Chancen. Schauen wir aber mal, was der Markt morgen bietet. Ich sage danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in die Woche. Guten Handel, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.